Hallo meine lieben Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurer Legung für den Monat April. Meine Lieben, ihr könnt euch auch ergänzend hierzu die Videos zu eurem Aszendenten, Mondzeichen und Venuszeichen anschauen. Für all diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Für diejenigen, die schon länger dabei sind und diese Videos kennen, ich werde es diesen Monat ein bisschen anders machen. Ich werde eine Legemethode, die habe ich mir selber ausgedacht, anwenden. Da werde ich mir anschauen, was ist das Hauptthema in diesem Monat? Wovon kannst du dich jetzt so langsam verabschieden? Was wird immer wichtiger? Was kommt Unerwartetes auf dich zu? Und was bringen dir die Ereignisse diesen Monats? Und da wollen wir direkt mal reinschauen. Liebes Universum für die Jungfrauen, was geschieht hier? Für die Jungfrauen in diesem Monat April, was geschieht für die Jungfrauen im Monat April? So, hier haben wir das Thema, davon kannst du dich langsam verabschieden, das wird immer wichtiger, das ist unerwartet und dahin führt es dich. So, was haben wir denn hier als Thema? Das gibt's doch gar nicht, die Sieben der Schwerter. Ich habe vorhin noch daran gedacht. Ich habe gedacht, die Wassermänner und die Schützen hatten die Sieben der Schwerter als Thema. Und was haben wir hier? Die Sieben der Schwerter als Thema. Also das gibt's doch nicht. Also scheinbar läuft man hier vor irgendetwas weg. Also ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Das kann aufgrund von Ängsten sein, das kann aufgrund von Unsicherheiten sein. Es kann aber auch sein, dass du versuchst, etwas zu deinem Vorteil zu nutzen und dadurch dann etwas sehr schlau machst oder vielleicht auch ein bisschen hinterlistig in der Hinsicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier eher um etwas geht, was man versteckt oder wo man sich selbst versteckt, wo man vor etwas wegläuft. So fühlt sich das für mich an. Als würde man sich einer Sache nicht stellen wollen. So aus der Affäre ziehen, aus der Affäre winden, irgendwie sich von etwas abwenden. Mir fällt hier zum Beispiel ganz stark auf, dass sie ihr Gesicht so abwendet und das irgendwie so versteckt hält. Also auch diese Geste, sich von etwas wegzudrehen, irgendwo nicht hinzuschauen, sich abzuwenden. Also ich glaube wirklich, dass hier aufgrund von Ängsten irgendwie man versucht, sich einer Sache nicht zu stellen oder man läuft davor weg. Ja, zum Beispiel, das kann sein, du willst dich einem Konflikt nicht stellen, du willst dich einer Auseinandersetzung nicht stellen, du willst dich mit einer Sache vielleicht auch nicht auseinandersetzen, weil du Angst davor hast. Vielleicht glaubst du, dass du dadurch etwas verlierst. Ja, also das können solche Sachen sein. Vielleicht schämst du dich auch. Das kommt mir jetzt gerade auch rein. Okay, dann schauen wir direkt mal weiter. Wovon kannst du dich jetzt hier so langsam verabschieden? Schattenarbeit. Ja, also meine lieben Jungfrauen, so wie es für mich aussieht, habt ihr euch in der Vergangenheit schon mit einer Schattenarbeit beschäftigt. Ihr wart hier anscheinend schon fleißig. Habt ihr einiges aufgearbeitet, habt hier einiges euch schon angeschaut. Falls du nicht weißt, was das ist oder sagst, ich habe mich damit gar nichts beschäftigt, dann würde ich dir das wirklich empfehlen. Also du hast dich mit deinen Traumata beschäftigt, du hast dich mit deinen Ängsten beschäftigt, mit deinen Sorgen, mit irgendwelchen Komplexen oder sonst was. Hier sehe ich, du hast schon eine Vorarbeit geleistet und dadurch, dass es hier auf der Position liegt, wo du dich jetzt davon verabschieden kannst, glaube ich, dass du schon die Vorarbeit geleistet hast. Aber jetzt kommt es darauf an, wie gehst du damit um? Und dadurch, dass ich dich hier halt als Thema bei den Sieben der Schwertern sehe, habe ich das Gefühl, du hast Angst, dich jetzt etwas zu stellen, wo du vielleicht genau weißt, dass du da ein Thema hast. Also ich glaube, du bist dir schon dessen bewusst. Schlimm ist es, wenn jemand sich überhaupt nicht bewusst ist, wenn gar kein Bewusstsein da ist, ne? Wenn man irgendwie in so einem Muster feststeckt oder immer wieder dieselben Sachen durchkaut
und sich fragt, was ist das? Das ist dann eben der Punkt, wo man dann erkennt, hey, ich muss mir das mal angucken, ich muss mal Schattenarbeit betreiben, vielleicht eine Therapie machen oder sonst was, damit ich mal schaue, warum ist das denn so? Da gibt es ganz viele verschiedene Wege, wie du da dran kommen kannst. Du kannst auch durch Meditation da dran kommen. Aber ich sehe, ihr habt diese Vorarbeit schon geleistet, ihr seid euch schon vieler Dinge bewusst und scheinbar tritt jetzt etwas im Außen wirklich auch auf, wo ihr jetzt Angst bekommt, ja, wo ihr euch dann so ein bisschen rauswindet. Eine Sache, die ich noch bekomme, ist, es könnte sein, dass hier welche Angst haben, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Vielleicht die Wahrheit in Bezug auf etwas zu sagen, weil sie Angst haben vor Zurückweisung, weil sie Angst haben, schief angeguckt zu werden, missverstanden zu werden. Solche Geschichten. Ja, das ist das, was ich hier noch deutlich sehe. Dann schauen wir mal, was wird denn hier immer wichtiger? Zwei der Kelche, scheinbar eine Beziehung, eine Verbindung, so sieht es hier für mich aus. Ein Miteinander, mit jemandem gemeinsam etwas zu tun. Das kann eine Beziehung sein, die sich hier bemerkbar macht. Das kann sein, dass jemand hier versucht, auf dich zuzukommen. Das kann auch ein Freund, eine Freundin sein, eine nette Person in deinem Umfeld, die dir versucht, irgendwie auf dich zuzugehen, ja? Und das wird immer wichtiger, eine Verbindung mit jemandem. Ich glaube auch, dass generell deine Beziehungen in diesem Monat sehr wichtig sein werden. Also, dass du dich mit anderen Menschen connectest, dass du dich mit denen verbindest, dass du dich mit deinen Freunden verbindest, mit deinen geliebten Menschen in deinem Umkreis, dass du diese Bänder, diese sozialen Bänder ein bisschen stärkst. Gerade wenn ein paar soziale Kontakte in der letzten Zeit vielleicht darunter gelitten haben. Dann geht es jetzt darum, wieder dieses Band zu stärken, miteinander in Kontakt zu treten und vor etwas vielleicht auch nicht wegzulaufen. Vielleicht auch vor einer ganz bestimmten Person, die schon länger deine Aufmerksamkeit sucht oder die irgendwie mit dir gemeinsam sich verbinden möchte. Und so wie es aussieht, läufst du ein bisschen davor weg. Aber das wird jetzt immer wichtiger. Also du hast die Schattenarbeit schon hinter dich gebracht, du bist schon auf dem richtigen Weg und jetzt geht es darum, sich zu trauen. Schauen wir mal, was hier Unerwartetes passiert. Das ist der Ritter der Schwerter. Also tatsächlich wirst du hier mit Konflikten konfrontiert werden. Also ich finde es irre, wie viele Legungen sich hier decken. Scheinbar haben einige hier mit inneren Konflikten zu tun. Das kann auch ganz stark jetzt diese Widderzeit sein, wo wir jetzt drin sind. Wir haben zwei absolut heftige Neumonde. Wir werden eine heftige Sonnenfinsternis haben, die ganz viel Konfliktpotenzial auch eben mitbringt. Und ich sehe das hier auch ganz stark. Also du erwartest vielleicht nicht, dass du hier so reagierst. Mir kommt jetzt gerade auch, wenn jemand hier deine Nähe sucht und vielleicht war das genau das, was du dir immer gewünscht hast und auf einmal reagierst du mit einem extremen Freiheitsdrang. Auf einmal steuerst du in die komplett andere Richtung und sagst, nein, ich will das nicht, du läufst davor weg, du willst dich unabhängig machen, du hast Angst, deine Freiheit, deine Unabhängigkeit zu verlieren. Und das könnte hier ein Thema sein, dass du das überhaupt nicht erwartest, dass dein Drang nach Freiheit und nach Unabhängigkeit auf einmal so stark und so laut wird, dass du dich fragst, warum? Ich wollte doch hier in Verbindung gehen, vielleicht mit einer ganz bestimmten Person oder generell einfach mehr soziale Kontakte haben. Oder hier vielleicht sogar im geschäftlichen Bereich eine berufliche Kooperation starten, einen Vertrag abschließen. Das ist das nämlich auch hier mit den zwei der Kelchen. Und da könnte so auf einmal so ein Freiheitsdrang sein und so ein Ruf nach Unabhängigkeit, womit man einfach nicht rechnet, wo man dann sagt, meine Güte, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Irgendwie laufe ich vor dieser Verbindung weg, vor der Beziehung, vor dieser Kooperation, was auch immer. Irgendwie will ich doch unabhängig sein, frei sein. Und das war vielleicht etwas, was du gar nicht auf dem Schirm hattest, dass dein Unabhängigkeitsbedürfnis dann da doch so stark ist und doch so laut ruft, diese Stimme. Ja? Es kann auch sehr gut sein, dass du einen bestimmten Konflikt nicht erwartest. Also, dass wirklich irgendwo die Fetzen fliegen, dass es ungemütlich wird. Klirrend kalt kriege ich gerade rein. Also, es kann wirklich sogar sein, dass du mit jemandem hier, dass es kracht und du läufst vor diesem Konflikt weg oder du hast Angst, jemanden hier
zu begegnen oder miteinander, dass man irgendwie auskommt, weil es da vorher einen Konflikt gab. Oder du spürst schon, oh, wenn wir beiden aufeinandertreffen, dann gibt es hier wahrscheinlich einen kalten Krieg oder so, ich weiß es nicht, das kam mir gerade, also irgendwie eine heiße Kälte, Konflikte, scharfe Worte, sowas könnte hier sein, das sehe ich ja auch für einen kleinen Teil, dass man hier die gar nicht damit rechnet, dass auf einmal so ein Konflikt aufkommt und dass man sich mit jemandem hier auch so in die Haare bekommt, ja, das ist etwas, was ich hier auch wahrnehme. Dann schauen wir doch mal, wohin uns die Reise hier führt, liebe Jungfrauen, wohin führt das Ganze, wohin bringen dich die Ereignisse in diesem Monat? Och, schön, die Mäßigkeit, also hier wird einiges geheilt. Ich glaube wirklich, dass du dadurch, dass du merkst, dass du hier vor etwas wegläufst, dass du hier vielleicht konfliktscheu bist oder dass du hier dein Ruf nach Unabhängigkeit und Freiheit so stark wird und du dich hier aus irgendwas rauswindest und nicht stellen möchtest, dann aber nicht anders kannst mit dem Ritter der Schwerter, dass dadurch ein Heilungsprozess hier stattfindet, dass hier ein Vertragen auch reinkommt. Also ich glaube auch wirklich, wenn du im Konflikt bist mit jemandem, dass ihr euch hier vertragen werdet. Also hier wird wieder Frieden reinkommen, man wird sich vertragen, man schließt Frieden miteinander. Ich sehe auch, dass ganz schön viel in dir geheilt wird durch diese Situation, durch dieses Ereignis. Wirst du hier Heilung erfahren, du wirst hier dich wieder gut fühlen und die Dinge werden sich einfach bessern. Ja, die werden so wieder in den Fluss kommen. Ich sehe hier Harmonie, die reinkommt für dich. Ne? Hier werden sich die Dinge einfach harmonisieren, es wird sich alles bessern. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt für euch, meine lieben Jungfrauen, dass das hier stattfindet, dass ihr auch merkt, wovor habt ihr denn Angst, wovor läuft ihr weg, was ist das für ein Konflikt, den ich da habe, was liegt da im Schatten? Da wird etwas ganz, ganz deutlich. So, dann schauen wir mal weitere Informationen für die Jungfrauen hier. Wir haben hier die Happiness, also alles wird gut. Du wirst einen guten Monat haben, also hab jetzt keine Angst, ne, durch hier den Ritter der Schwerter und die Sieben der Schwerter oder die Schattenarbeit. Es wird sich alles zum Guten wenden, ja, das nimmt hier zu, die Zwei der Kelche, das führt dich hier zur Mäßigkeit. Also hier ist auch viel Freude da, viel Lachen, viel Spaß. Du wirst hier dich auch mit Menschen umgeben, mit denen du sehr viel lachen wirst, wo du Dinge unternehmen wirst, die sehr viel Spaß machen, dir auch sehr viel Freude bereiten. Also es wird ein angenehmer Monat werden mit angenehmen Menschen und mit Freude. Aber es wird eine Situation geben, die dich da so ein bisschen triggert. Wir schauen weiter, was wir hier noch haben. Ja, genau, da ist es. Da haben wir es, den Neumond im Widder werden wir zweimal haben. Einmal am 21.03. und einen Monat oder ein Mondzyklus weiter, dann am 21.04., nein, früher, so um den Dreh, ja, also 20.04. war es, glaube ich, ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, ja, also ich mache das bei den astrologischen Sachen, da bereite ich mich immer vor, da gucke ich immer, was kommt, um euch das zu erzählen, aber ich habe nicht immer alle Sachen im Kopf, also entschuldigt, wenn ich das jetzt nicht weiß, aber ich werde darüber auf jeden Fall in der Astro-Vorschau berichten. Da wird es eine Sonnenfinsternis geben. Es wird zwei Neumonde geben. Der erste findet im ersten Grad des Widders statt, der zweite im letzten Grad des Widders. Doppelte Power, beides Mal, also einmal ist Mars involviert, das andere Mal ist Pluto involviert. Also es wird heftig. Es geht ja auch viel um Machtkämpfe und das können auch innere sein, nichts wie ran, auch viel Energie, was da ist. Also ich glaube, hier passiert jetzt etwas, womit du dich auch wirst auseinandersetzen müssen. Es ist etwas, was deine Energie fordert und wo auch deine Energie hingeht. Ja, das ist sonnenklar. Schauen wir mal, welche Göttin begleitet dich denn in diesem Monat? Welche Göttin begleitet die Jungfrauen? Im Monat April naht die Wahrheit. Also hier wird auch die Wahrheit gesprochen. Das ist übrigens auch der... Entschuldigung, ich habe gerade... Lasst mich mal kurz einen Schluck trinken. Ich habe hier so eine Räucherung angemacht.
Die habe ich jetzt gerade auch noch mal ausgestellt. Und die ist schon ein bisschen heftig. Also deswegen hat es mir gerade die Sprache verschlagen. Also meine Lieben, hier ist die Wahrheit drin. Auch der Ritter der Schwerter ist übrigens die Wahrheit. Das ist die Klärung. Also ich glaube, hier kommt unerwartet auch eine Klärung rein mit jemandem. Damit rechnest du gar nicht. Also dass hier wirklich auch wahre Worte gesprochen werden, dass man hier nicht mehr wegläuft. Weil sieben der Schwerter ist eher so die Tendenz zum davor weglaufen oder sogar teilweise lügen. Ja, ich finde immer, für mich ist sieben der Schwerter so das feige Huhn, was wegläuft. Und Ritter der Schwerter ist so, ich konfrontiere dich jetzt. Also ich suche die Konfrontation. Wir werden das jetzt klipp und klar, Hals und Beinbruch, wie sagt man, ein klarer Bruch, ein klarer Schnitt. Wir gehen das Ganze jetzt mal direkt an, ohne Umwege, ohne Umschweife. Also es sind zwei sehr unterschiedliche Energien. Und ich glaube, dass hier dann auch eine Klärung reinkommt. Die Wahrheit wird gesprochen. Du wirst dich mit jemandem aussprechen. Und dadurch kommt hier auch Frieden rein und es wird auch gelöst. Also du brauchst gar keine Angst vor dieser Klärung haben, weil das wird im Gegenteil dich nur unterstützen. Schauen wir mal, welches Krafttier dich hier begleitet in diesem Monat. April für die Jungfrauen. So, wir haben die Fledermaus. Die Neugeburt ist Gewicht. Gewicht. Die Neugeburt ist gewiss, meine Güte. Ah, genau, also hier fängt was Neues an. Hier wird etwas Neues gestartet. Ich glaube auch, dass es mit zwischenmenschlichen Kontakten zu tun hat, mit einer ganz bestimmten Beziehung zu tun hat. Neumondenergie, nichts wie ran, Neugeburt ist gewiss. Ich glaube, hier findet so eine Klärung statt, eine Aussprache statt. Du klärst das auch für dich innerlich, ja, also dass du auch mal ehrlich zu dir selbst bist und dadurch kann auch was Neues hier geschehen und dann kommt auch die Neugeburt rein. Also das ist hier 100% klar, dass es jetzt um was Neues geht und ich glaube auch deswegen findet das hier alles statt, nur damit man Platz macht für Neues, damit die Dinge bereinigt werden, dass man sich hier ausspricht, dass man auch, wie gesagt, ehrlich zu sich selbst ist. Also eine Aussprache auch mit dir selbst hier, die du führst, wo du dann erkennst, hey, warum handle ich so? Warum reagiere ich so? Was ist denn da eigentlich los? Weil eigentlich will ich doch, dass man hier miteinander irgendwie aufeinander zugeht, sich verträgt oder dass man überhaupt eine Bindung eingehen, eine Beziehung eingehen kann und nicht dieses davor weglaufen, ja, sondern dass man die Dinge hier auch wirklich klärt und ins Gleichgewicht wieder bringt. Meine lieben Jungfrauen, das war es auch schon, das war eure Legung für den April. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei, sie ist unter diesem Video verlinkt. Dort findet ihr auch alle weiteren wichtigen Informationen. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr ein Abo dalässt, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut. Bis zum nächsten Video.